So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr sitzt gut, schnallt euch an. Das wird jetzt, na, ich würde fast sagen, das wird jetzt eine heftige Nummer, aber gemeinsam schaffen wir das. Wir reden über HTTP Security Header. Da reden wir deswegen drüber, weil dieses Security-Gedöns ein Teil meiner Aufgabe im Joomla-Projekt ist. Mein Name ist David. Ich leite das Security-Team des internationalen Joomla-Projekts gemeinsam mit 5 bis 7 anderen. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Sorgen wir dafür, dass Joomla der wunderbar kuschelige und sichere Ort ist, der Joomla-Nummer so ist. Und ein Teilaspekt von Sicherheit sind HTTP-Header. So. Wenn ihr Header hört, denkt ihr unter Umständen an Head und denkt dabei an diesen Crawls mit dem HTML, wo der Title Tag drin steht und die Meta Description oder gar Header im Sinne von, da ist die Navigation oben drin. Und wir reden über keines dieser beiden. Wir reden von Headern, die auf Protokollebene übertragen werden. Wenn ihr mal so eine Seite abruft, dann macht der Browser unter der Haube eine Anfrage beim Server und dann kommen zwei Dinge zurück, nämlich zum ersten die Header und danach die eigentlich interessanten, nützlichen Inhalte. Und da seht ihr dann übrigens auch den Head, um den es gerade ging, der hier in diesem Fall aber überhaupt keine Rolle spielt. Diese Header sind Teil des HTTP-Protokolls. Da werden in erster Linie mal so ganz rudimentäre Statusgeschichten übertragen. Also sowas wie hier in dem Fall jetzt der Statuscode 200, was bedeutet, alles ist gut verlaufen. Es gibt auch Statuscodes, die eher nicht so dolle sind. Wenn es irgendwas mit einer 4 ist, dann hat man meistens als Browser irgendwas falsch gemacht. 404 kennt ihr wahrscheinlich, Seite nicht gefunden. Gibt aber auch 422, da hat man mit den Eingaben irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, 409 ist I'm a Teapot, gibt es auch als Statuscode, hat sich irgendwer mal ausgedacht. 500er bedeuten, irgendwas auf dem Server ist kaputt und 300er bedeuten, guck mal bitte woanders. So kann man das ganz grob eingruppieren. Dann habt ihr Cookies, die über die Header übertragen werden. Das Datum ist da drin. Ganz viel mit Caching passiert da. Dafür ist dieser Expires-Header da. Und das passiert alles über die Header und in einem Bereich, mit dem ihr euch normalerweise wenig beschäftigt. Es sei denn, ihr guckt mal in die Entwicklertools eures Browsers. Da seht ihr, wenn ihr euch in dem Netzwerk-Tab eine einzelne Abfrage anschaut, in der Regel so ein Bereich, der heißt dann Response-Header oder hier jetzt in der deutschen Variante Antwort-Kopfzeilen. Da seht ihr all diese Header, die bei dieser Abfrage der Joomla-Startseite in diesem Fall gesetzt worden sind, jeweils mit dem Namen des Headers und dem entsprechend zugehörigen Wert. Also die DevTools des Browsers sind da das Mittel der Wahl. Es gibt von diesen Headern sehr viele. Das sind nur die, die tatsächlich auch standardisiert sind, die ich hier aufführe. Da kommt tatsächlich noch mehr dazu, die in dem nicht standardisierten Bereich fallen. Generische Themen, man kann die so ein bisschen gruppieren, sind alles rund ums Caching. Cookies passiert da ganz viel. Authorization, also wer darf wann, wie, wo, was. Die weitere Gruppe ist, was möchte ich eigentlich haben? Also welches Dokument, von welchem Server, welchen Teil davon. Darüber funktioniert zum Beispiel, das ist dann Accept Ranges. Das ist der Header, mit dem man einem Server mitteilen kann, dass man von einer Datei nur einen bestimmten Teil haben möchte. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Videos abgefragt habt, dass der Browser erstmal in dem Ladebalken unten nur so einen Teil macht. Das funktioniert unter der Haube auch über einen HTTP-Header. Und Teil der HTTP-Header sind auch Header, in denen es dann um das Thema Sicherheit im weitesten Sinne geht. Und dieser kleine Talk hier verpasst euch quasi eine Achterbahnfahrt, einen kleinen Crashkurs über alle aktuell relevanten Header, was sie tun. Und nachher machen wir das tatsächlich auch nochmal praxismäßig an einer Joomla-Instanz. Header Nummer 1 ist der HTTP Strict Transport Security Header oder abgekürzt HSTS. Von diesen Abkürzungen werden wir heute noch einige haben. Das wird nachher so ein bisschen wie der Song, ich glaube, von den Fantastischen Vier. Ne? Genau, also wartet mal ab, das wird heute noch viel besser. HSTS ist ein Header, mit dem der Server dem Browser mitteilen kann, wie er zum Thema verschlüsselte Verbindungen steht. Ganz konkret, so würde so ein Header aussehen, kann der Server damit mitteilen, dass er erzwingen möchte, dass der Browser in einem zu definierenden Zeitraum in der Zukunft
diese Seite ebenfalls nur über HTTPS aufrufen wird. Das ist an der Stelle keine Weiterleitung. Das kennt ihr vielleicht auch, dass man das in der HTTP-Access-Datei macht. Bei diesen Weiterleitungen ist das Problem, dass der Browser, dass der Server sie jedes Mal neu schicken muss. Und wenn er irgendwann aufhören würde, könnte der Browser auf die Idee kommen, die Seite wieder über die unverschlüsselte Verbindung zu öffnen. Dieser Header hingegen wird im Browser quasi als Information abgelegt. Hier jetzt im konkreten Fall, dass dieser Server möchte, dass in den nächsten 68.400 Sekunden diese Seite auf jeden Fall per HTTPS aufgerufen wird. Und in dem Fall gibt es sogar noch zwei Zusatzinformationen, nämlich, dass dieser HTTPS-Zwang sich auch auf alle Subdomains bezieht. Das ist dieses Include Subdomains, was da drin steht. Und das letzte Ding, Preload, ist eine Möglichkeit, dass die Seite den großen Browserhersteller, die durchsuchen regelmäßig das Internet, und über Preload kann man den Browserherstellern mitteilen, dass die Information, dass eine Seite nur per HTTPS aufgerufen werden soll, schon quasi werkseitig den Browsern mitgeteilt werden soll. Vorab ist diese Info dann schon drin geladen, deswegen Preload. HSTS ist ein Header spezifisch für das Angriffsszenario, zum Beispiel, wie es jetzt hier ist, in einem offenen WLAN. Ihr habt zum Beispiel eine Verbindung zu eurer Bank, die geht immer über HTTPS. Jetzt seid ihr aber in einem offenen WLAN. Ich tue so, als wäre ich der Bankserver von der Christiane und teile als dieser Fake-Server Christianes Rechner mit, dass heute die Verbindung aber doch über HTTP geht. Und Christianes Rechner würde diese Verbindung ablehnen, weil sie vorher mindestens einmal auf dieser Seite war und sich der Browser gespeichert hat. Diese Seite gibt es als HTTP nicht. Es muss HTTPS sein und würde die HTTP-Verbindung verweigern. Das kennt ihr manchmal. Das ist gibt diesen SSL-Fehler, wo man das Gefühl hat, man kann ihn gar nicht wegklicken. Weil dann der Browser auch sagt, das muss aber HTTPS sein. Und da ist der HSTS-Header im Hintergrund. Ja, bitte? Nein. Nein, da gibt es in den Browser-Einstellungen, gibt es irgendwo ganz tief einen, ich glaube beim Firefox ist sogar über das About-Config, also musst in den Entwickler-Einstellungsdialog, den sie um sie springen, um dieses Ding rauszulöschen, weil es bewusst sehr schwer gemacht werden soll, Nutzer dazu zu kriegen, in so einer Angriffssituation, dass sie da eine Ausnahme für machen. Ja, weil sich HSTS ja auf die Domain bezieht und Domain-Aufruf und IP-Aufruf sind aus Browser-Sicht zwei unterschiedliche. Ja, bitte? Richtig, genau. Sinnvoller ist bei sowas, das ist so der Regelwert, der empfohlen wird, einfach mal ein Jahr. Die 68.400 wären ein Tag, das ist in der Tat etwas sehr knapp, genau. Was? 68.400 mal 365. Der nächste Header ist der Header X Content Type Options. Um zu verstehen, was der macht, muss man erstmal verstehen, wie zum Geier ein Browser auf die Idee kommt, dass ein Bild ist oder eine PDF-Datei eine PDF-Datei. Da gibt es in der Praxis zwei Möglichkeiten, wie diese Ermittlung, was das für ein Inhaltstyp ist, zustande kommen kann. Die eine Variante ist die, die ich hier mal gefettet habe, nämlich der Server teilt von vornherein mit, der nun folgende Inhalt hat den Content-Type Text-HTML. Lieber Browser, das ist HTML, stelle es bitte auch entsprechend dar. Das ist der Regelfall, dass der Server schon mitteilt, was das für ein Inhaltstyp ist. Jetzt gibt es aber Fälle, wo das fehlt. In dem Fall jetzt, da kommt als Inhalt dann Alert 1. Wo man wahrscheinlich der Browser, wenn er das einliest, zu dem Schluss kommen würde, dass das JavaScript ist. Aber, wie kommt der Browser zu dem Schluss? Der rät. Das ist das sogenannte Content-Type-Sniffing. Browser schauen sich die Inhalte der übermittelten Daten an und erraten, was das sein könnte. Und das Angriffsszenario, was dahinter steckt, ist zum Beispiel, wenn ihr, weiß ich nicht, ein Forum betreibt, ihr erlaubt Nutzern, Dateien hochzuladen und ihr macht serverseitig eine Prüfung, zum Beispiel auf Dateiendung. Da lädt jemand dann eine PDF hoch. Ihr sagt, das ist eine PDF, das ist zulässig. Im Inhalt ist aber JavaScript-Code und euer Server liefert diesen Content-Type-Header nicht aus.
dann würde bei etwas, was euer Server bei der Upload-Prüfung als PDF beurteilt hat, der Browser hingegen zu der Annahme kommen, dass es JavaScript ist und führt den bösen, bösen JavaScript-Code aus. Ja, bitte? Interpretiert er dann die Datei? Ja. Also das Anhängsel? Ja, das, wenn, genau. Das machen leider viele, obwohl das sehr dumm ist, genau. Weil, ich meine, es könnte ja auch eine PDF da liegen, die ganz anderen Inhalt hat. Ja. Nur aufgrund der Erweiterung eben als das. Ja, das ist natürlich nicht Best Practice, auf Grundlage der Erweiterung zu raten. Normalerweise soll man auch serverseitig diesen Content-Typ nochmal ermitteln und vergleichen, ob das richtig so ist. Das Problem ist, dass Content-Type-Sniffing in Browsern und Content-Type-Sniffing in den serverseitigen Applikationen nicht einheitlich funktioniert. Das heißt, eine Inhaltsprüfung auf dem Server kann zu einem anderen Ergebnis kommen, als das, was im Browser passiert. Das ist kein hypothetisches Szenario. Da gibt es konkrete Angriffe in der Vergangenheit, wo dieses Content-Type-Sniffing genau dafür ausgenutzt wurde. Die Lösung dessen ist, dass man dem Browser auf einer bestimmten Seite grundsätzlich verbietet, das Sniffing auszuführen. Das kann dann im Zweifelsfalle bedeuten, dass der Browser eine bestimmte Datei schlicht nicht öffnet, weil er sagt, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Oder wenn ihr eine CSS-Datei habt, wo dieser Header, wo der Content-Type fehlt, dass der Browser das CSS dann nicht auswertet und die Seite kacke aussieht. Aber es ist immer das bessere Verhalten, weil es für euch ein Hinweis ist, an der Server-Konfiguration was zu ergänzen, anstatt dass man den Browser da weiter munter sniffen lässt. Dafür ist dieser Header da. Referrer Policy. Referrer ist ein besonderer Header im HTTP-Standard, weil auch euer Browser, wenn er eine Anfrage macht, schon Header an den Server mitschickt. Und der Referrer-Header wird von eurem Browser gesetzt und da steht die Angabe drin, wenn ihr eine neue Anfrage macht, quasi wo ihr gerade seid. Also mal angenommen, ihr seid auf der Startseite von Google und klickt auf das erste Suchergebnis, dann würde an dieses erste Suchergebnis die Seite, die ihr da angeklickt habt, per Referrer übergeben werden, dass ihr von http://google.com kommt und dann könnt ihr auf der Seite sehen, ah, guck mal, ich habe einen neuen Nutzer über Google gekriegt. So funktioniert in diesen ganzen Statistiktools diese Quellenzuordnung. Das ist am Ende des Tages immer der Referrer. Das Interessante dabei ist, dass so ein Referrer, wenn man mal so genauer drüber nachdenkt, natürlich auch Implikationen in Sachen Datenschutz hat. Wenn man jetzt mal auf die ganz dumme Idee kommen würde, weiß ich nicht, man hat irgendeine vertrauliche Informationen, Namen, ein Adressbestandteil, weil jemand dumme Sachen gemacht hat, oben in der Adressleiste und ihr verlasst die Seite, dann wird die gesamte Adressleiste, also auch diese vertrauliche Information, würde an die externe Seite mitgesendet werden und der Seitenbetreiber könnte sehen, was ihr da Interessantes gemacht habt. Und Referrer Policy ist der Header, mit dem man steuern kann, was in so einem Referrer denn drinne stehen soll oder eben auch nicht. Das Standardverhalten, was Browser aktuell machen, ist das hier, Strict Origin When Cross Origin. Das bedeutet, dass ein moderner Browser heutzutage standardmäßig, wenn ihr die Seite verlasst, also wenn der Klick sich nicht im selben Seitenkontext ereignet, sondern ihr auf eine andere Seite wechselt, dann wird zwar die Domain übertragen, Strict Origin bezieht sich darauf, dass die Origin, also die Domain, übertragen wird, aber nicht die genaue Unterseite und auch nicht irgendwas, was an der URL anhängt. Und der Umstand, dass Browser das inzwischen standardmäßig machen, dass das der Standardwert für die Referrer Policy ist, ist die Ursache dafür, das seht ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie mit Matomo oder sowas arbeitet, werdet ihr bei den Google-Geschichten immer sehen, dass ihr zwar die Quelle sehen könnt, google.com, aber das Keyword nicht. Weil das Keyword in der URL drin stehen würde, in den Query-Parametern, und durch das Strict Origin und Cross Origin würde genau das Keyword nicht an eure Seite übertragen und steht in der Auswertung nicht zur Verfügung. Das ist der Standardwert somit, und wenn ihr sagt, ihr wollt das Thema Datenschutz auf die Spitze treiben, dann wäre die Empfehlung das Setting No Referrer. In dem Fall würde grundsätzlich von der Browser angehalten, keine Referrer-Daten zu übertragen. Das betrifft dann sowohl eure eigene Seite, dann habt ihr da auch keine Klickweginformationen mehr, aber vor allen Dingen auch, wenn ihr ausgehende Aufrufe macht. Das ist die Referrer-Policy. Ja, bitte. Es gibt ja auch, ich glaube, im JSV-Editor teilweise, wenn du einen Hyperlink anlegst, kannst du ja als Relation... Andere Geschichte kommt gleich. Also ich weiß, du kannst ja auch rel, also genau, es gibt,
bevor dieser Header die entsprechende Verbreitung hatte, hat man das über das rel-Attribut in den Links gemacht, dass man da no referrer, no opener, no follow, no Dingsbums reinschreiben konnte. Das geht auch bis heute. Der Header ist quasi die Universallösung, damit du das nicht in den einzelnen Attributen immer reindingen musst. Oder manipulieren kannst. In den einzelnen Attributen, du kannst das rel ja ändern. Achso, ja. Ja, genau. Interessante Detailinformation, wenn ihr das auf no referrer stellt, also auch der internen Seite verbietet, den Referrer zu übertragen, werdet ihr im Joomla-Backend wahrscheinlich an verschiedensten Stellen Probleme bekommen, beziehungsweise das Verhalten wird interessant sein, weil Joomla an verschiedensten Stellen den Referrer auswertet, um zu entscheiden, wo ihr nach einem Buttonklick, einem Speichern und Co. hin zurückgeleitet werdet. Das ist bei weitem nicht überall so, aber es gibt so ein paar Edge-Cases, wo sich ein Joomla mit Referrer-Policy, No-Referrer im Backend dann anders verhält, als ihr es erwarten würdet. Der nächste Header, und jetzt fängt es langsam mit den Abkürzungen wieder an, ist die Cross-Origin-Opener-Policy. Da geht es, oder kurz COOP, da geht es um das folgende Szenario. Ihr habt einen Link bei euch auf der Seite, der irgendwo zu einer externen Seite zeigt. Ihr öffnet das Ganze mit Target Blank und der Nutzer klickt es an. Jetzt wäre meine persönliche Erwartungshaltung, dadurch, dass das eine externe Seite ist, dass diese externe Seite ein eigener Kontext ist, eine eigene Welt und meine Seite und die externe Seite voneinander getrennt sind im Browser. Die Realität ist, dass zumindest in älteren Browsern die neu geöffnete Seite in dem neuen Tab zumindest begrenzte Informationen über den Ursprungstab bekommt. Man kann dann zum Beispiel in dem Ursprungstab Weiterleitungen triggern das Ursprungsfenster irgendwo eine andere URL öffnen lassen. Das ist Teil des, weiß gar nicht, ob das ein HTML-Standard, doch, das ist wahrscheinlich der HTML-Standard, der das irgendwie mal als Standardverhalten vorgegeben hat. War damals bestimmt eine smarte Idee dahinter, macht in der Praxis aber mehr Probleme, als dass es nutzt. Und die Lösung dafür, die ihr vielleicht in Joomla schon mal gesehen habt, dass es auch da so ein rel-Attribut gibt, also rel gleich, und dann steht da immer no-opener drin. Habt ihr wahrscheinlich mal gesehen. Und bevor es die entsprechenden Support für die Cross-Origin-Opener-Policy gibt, war dieses rel-Attribut quasi das Fallback dafür, man musste das bei jedem Link machen, und über die Opener-Policy kann man das global als Standardverhalten für die Gesamtseite einstellen. Zeige ich gleich auch nochmal, wie es konkret funktioniert. Für die nächsten Header und auch damit verbunden müssen wir ein Konzept einmal miteinander klären. Das ist die sogenannte Same Origin Policy. Ist ein Standard-Dings, was heutzutage jeder Browser kann und ist ein sehr hochtrabendes Wort für das, was die eine Seite macht, hat die andere Seite nichts anzugehen. Konkretes Beispiel. Wenn auf der dach.joomladay.org ein JavaScript läuft und dieses JavaScript möchte eine Verbindung zu joomla.de aufbauen, also JavaScript interagiert über Seitengrenzen hinweg, dann wird der Browser das verbieten. Dann greift nämlich genau diese Same Origin Policy und sagt, dass das in dieser Form nicht erwarteter Bestandteil des Standardverhaltens von Browsern ist und sägt das Ganze ab. Das ist wichtig, richtig und sehr sinnvoll, dass das so ist. Weil wenn das nicht so wäre, wenn JavaScript über Seitengrenzen hinweg agieren könnte, könnte es sein, dass ihr auf meiner Seite zum Beispiel landet und ich im Hintergrund mit meinem JavaScript mal schaue, ob ihr vielleicht zufällig in einem anderen Tab gerade in eurem Online-Banking eingeloggt seid. Und dann kann ich, weil ihr ja eingeloggt seid, mit diesem JavaScript in eurem Online-Banking so agieren, wie ihr es auch per Klick mit dem Mauszeiger machen würdet. Und daher kommt diese Idee der Same Origin Policy, dass man übergreifende Verbindungen standardmäßig verbietet. Es gibt aber Use Cases, wo das doch sinnvoll ist, wo man eben doch mal, insbesondere auf JavaScript-Basis, einen anderen Server anfragen möchte. Und um das dann explizit zuzulassen,
das ist jetzt der erste HTTP-Security-Header, womit man Security aufweicht und nicht erhöht, gibt es den Header für Cross-Origin Resource Sharing oder kurz CORS. Ist der Albtraum eines jeden Frontend-Entwicklers, weil das immer, gibt so obskure Meldungen in der Konsole und eigentlich hat es keiner genau verstanden, was es tut. Grundsätzliche Funktionalität, wir sind wieder mal beim Beispiel mit der, weiß nicht, mit der Joomla.de-Seite und der Joomla.de-Seite. Das JavaScript auf der Joomla.de-Seite fragt den Server von Joomla.de an, ob der Joomla.de-Server sich dazu bereit erklären würde, eine seitenübergreifende Verbindung zu akzeptieren. Standardverhalten wäre, dass das eben nicht so ist. Und über diesen Header kann ich dem JavaScript von Joomla.de sagen, nee, für in dem Fall, für die Joomla.de, da mache ich eine Ausnahme, liebes JavaScript, da darfst du das natürlich nachladen. Man macht damit quasi ein Whitelisting, ein Aufweichen dieser Regeln und kann das dabei für einzelne Domains, einzelne URLs, einzelne Abfragen, HTTP-Methoden, Header und Co. ganz individuell whitelisten, was man haben möchte und was nicht. Das muss man aber auf dem Empfängerserver machen, gell? Das kann richtig. Ich in der Joomla.de. Richtig. Sondern das musst du in Joomla.de. Genau, das muss immer auf dem Empfängerserver passieren, weil sonst wäre das Ziel über so ein. Das muss so sein, weil sonst wäre das Ziel, dass zum Beispiel der Betreiber von dem Online-Banking verhindern kann, dass seine Kunden für sowas ausbeutbar sind. Sonst kann es ja nicht erfüllt werden. Sonst sagt ja einfach der Angreifer, auch auf meiner bösen Seite, da ist es schon okay mit den ausgehenden Verbindungen. Das führt ja das ganze Konzept dann ad absurdum. Deswegen muss CORS immer auf dem Empfängerserver passieren. Wenn ich jetzt Dienste wie OpenStreetMap oder Google Maps einbinde, die ziehen sich ja auch Landkartenausschnitte. Ja. Und ich diesen Header nicht gesetzt habe, wird es dann verboten? Nein, weil die haben den gesetzt. Es geht dabei, bei CORS geht es um die Abfrage von deiner Seite zu einer Zielseite. Und die Zielseite entscheidet, ob sie externe Verbindungen zulässt oder nicht. Weil der Administrator der Zielseite ja entscheiden muss, ob eine seitenübergreifende Verbindung in dem Kontext, in dem Projekt, in dem Angebot, was er da hat, ob das sein kann, dass das passiert oder ob das unter Garantie was Böses ist. Ich verhindere nicht auf meiner eigenen Seite, dass etwas nachgeladen wird, sondern der andere gibt mir vor, was ich überhaupt laden darf. Genau, und umgekehrt, du als Seitenbetreiber, wenn du diesen Header nicht setzt, als das Standardverhalten lässt, teilst du damit dem Rest der Welt mit, dass du nicht möchtest, dass externe Seiten JavaScript-basierte Verbindungen zu dir aufbauen dürfen. CORS, das wird jetzt bei dem Buchstabengulasch gleich wichtig, CORS bezieht sich einzig und allein auf Verbindungen, die aus einem JavaScript-Kontext heraus aufgebaut werden. Und da ist das Standardverhalten, dass übergreifende Verbindungen verboten sind. Jetzt kommen wir zu CORP, die Cross-Origin Resource Policy. Ne, vorher CORS, jetzt CORP. CORP macht das Gleiche, also steuert, wann übergreifende Verbindungen zulässig sind, für alles außer JavaScript. Und da ist es auch noch standardmäßig alles zulässig. Das ist ja auch klar, wenn man so drüber nachdenkt. Natürlich könnt ihr jederzeit zum Beispiel ein Bild, was auf einer anderen Domain liegt, einfach bei euch in den ImageTag reinschreiben. Das lädt einfach. Weil Bildmaterial, Videos, Audiodateien, PDFs und Co. fallen nicht unter die Same Origin Policy und sind somit standardmäßig gestattet. Mit CORP habt ihr die Möglichkeit, das Standardverhalten, das alles gestattet ist, jetzt umzudrehen und zu sagen, standardmäßig alles verboten. Ich will nicht, dass jemand ein Bild, was auf meinem Server liegt, im Kontext seiner Seite einbetten kann. Dabei muss man aufpassen, ich bin da so ein gebranntes Kind, wenn man zum Beispiel ein Newsletter hat. Hatten wir den konkreten Fall, Kundenseite, wo der CORP-Header gesetzt war, der hat ein Newsletter verschickt und die Bilder in dem Newsletter waren nicht als Anhang dran, sondern waren über die URL in dem ImageTag drin. Und das Ergebnis war, dass diese Bilder in moderneren Mail-Clients nicht angezeigt wurden, weil wir über diesen Header dem Mail-Client ja gesagt haben, das darfst du aber nicht. Du, Mail-Client, bist ein externer Kontext und wir möchten nicht, dass externe Kontext die Medien nachhaben können. Und damit es richtig wird, KÖB dazu, die Cross-Origin Embedder Policy.
Die steuert jetzt, wenn ihr mit eurer Seite Medien einbettet oder externe Aufrufe macht, dass ihr auf eurer Seite diese Aufrufe nur zulassen möchtet, wenn das Gegenüber entweder Kors oder Korb als Header gesetzt hat. Da fragt man sich zu Recht, warum zum Geier das denn? Angriffsszenario könnte zum Beispiel sein, dass mal, weiß ich nicht, Konzern mit 17 Unterseiten unter 30 Domains hat und sagt, okay, wir innerhalb unseres Konzerns haben überall konsequent Kors konfiguriert und Korb konfiguriert und möchten dann, wenn hier Medien untereinander eingebettet werden, dass das auch immer nur aus dem Konzernkontext kommt und erzwingen deswegen diese Header. Der Use Case dafür ist ein bisschen extravagant, habe ich tatsächlich in der Praxis auch noch nicht gesehen, dass den jemand nutzt, aber es ist Teil des Ganzen. Und das ist nochmal die Kurzzusammenfassung. Kors darf JavaScript in meiner Seite auf was Externes zugreifen, standardmäßig verboten. Korb darf etwas in, der Satz ist falsch, darf etwas, nee, ist doch richtig, darf etwas anderes als JavaScript in meiner Seite auf der externen Seite zugreifen. Also das Beispiel ein Bild, was von extern eingebettet wird. Und Köb ist dann, ob meine Seite etwas Externes einbinden darf, was keinen Korb oder Kors-Header setzt. X-Frame Options ist ein Header, mit dem ihr steuert, ob eure Seite irgendwo anders in einem iframe nachgeladen werden darf. Diesen Header gibt es für das spezifische Szenario des sogenannten Clickjackings. Stellt euch vor, das Beispiel mit dem Online-Banking. Findige Angreifer würden hingehen, würden ein iframe bauen, wo das Login-Fensterchen von eurer Bank ist, legen oben drüber ein Div, das auf Opacity 0 steht, also für euch nicht sichtbar ist, legen genau auf die Eingabefelder, wo eure Online-Banking-Daten reinkommen, zwei unsichtbare Eingabefelder und ihr denkt, ihr tippt euren Text in dem Login-Formular von der Bank ein, tippt es aber eigentlich in dem Login-Formular vom Angreifer ein, der in dem Moment eure Daten abgezogen hat. Und um dieses Clickjacking, so nennt sich das Szenario, um das zu verhindern, kann man die Einbettung der eigenen Seite in anderen Seiten explizit verbieten. Und das geht über X-Frame-Options. Der empfohlene Standardwert, wenn man den Header nutzt, ist dabei der Wert SameOrigin. Das bedeutet, innerhalb der eigenen Domain kann man einen iframe von derselben Domain einbetten. Da geht man halt in der Regel davon aus, dass man sich selber vertraut. Und übergreifende Zugriffe sind dann verboten. Das heißt, jemand anders kann die eigene Seite nicht einbetten. X-Frame Options ist dabei, wie fast alle anderen Header, die wir haben, einer, der standardmäßig nicht gesetzt ist. Das heißt, standardmäßig laufende Wald- und Wiesenseite ist für diese Art von Clickjacking-Angriffen immer anfällig, weil es Teil des Standardsverhaltens im Netz ist, dass der eben nicht gesetzt ist. Im Joomla-Kontext, glaube ich, ist es Default On, aber für alles andere nicht. Weiterer Header ist die Permissions Policy. Die Permissions Policy steuert, ob die Seite und insbesondere JavaScript im Kontext dieser Seite auf bestimmte Funktionen zugreifen darf, die moderne Browser so zur Verfügung stellen. Beispiel ist dabei, dass man zum Beispiel die Geolocation-Funktion eines Browsers, also dieses Wo bin ich gerade, so konfigurieren kann, dass nur ein JavaScript auf diese Position zugreifen kann, das auf derselben Domain gehostet ist. Das ist das Geolocation gleich self. Dann darf ein JavaScript, das in der Seite drin ist, auf den Standort zugreifen. Ein JavaScript, das ihr von extern einbindet, zum Beispiel ein Werbecode oder sowas, wo ihr nicht ganz sicher seid, was da drin ist, dem könnt ihr diesen Zugriff verbieten. Und da sind tatsächlich ein paar Features bei, die auch durchaus eine Relevanz haben. Insbesondere zu erwähnen ist dabei Payment. Das kennt ihr vielleicht auf Mobilgeräten, das Thema Apple Pay und Android Pay, was man auch im Browser-Kontext aufrufen kann. Seht ihr manchmal auf Shops mit dem einen Klick und dann kommt auf dem Smartphone so und jetzt mit Apple Pay bezahlen. Das ist die Payments AI, die in Browsern drin ist. Und wenn ihr zum Beispiel eine Seite betreibt, von der ihr wisst, da gibt es kein Payment, dann kann man es auch grundsätzlich absägen. Man kann sagen, Payment API auf meiner Seite grundsätzlich nicht nutzbar. Und dann kann ein Angreifer, der einen bösartigen Code eingeschleust, diesen Code zwar ausführen, aber diesen Payment-Dialog nicht starten.
Die gefilterten Einträge hier sind die, die in den Browsern guten Support haben, die weitestgehend unterstützt werden. Die nicht gefilterten sind die Einträge, die aktuell, glaube ich, nur im Chrome bzw. auf WebKit-basierenden Browsern funktionieren. Der Firefox zieht da noch nach, hoffentlich teilweise vielleicht irgendwann. Jetzt kommt die Königsklasse. Der Part, der jetzt kommt, bereitet mir persönlich auch noch immer regelmäßig Kopfschmerzen, nämlich die Content Security Policy oder kurz CSP. Mit der CSP alleine könnten wir bequem einen 4-stündigen Workshop machen, hätten immer noch nicht so viel erzählt dazu. Wir machen das mal ganz kurz als Abriss. Die Idee dabei ist, dass es quasi so eine Art Firewall ist, wo man Browser mitteilen darf, was eine Seite so alles nachladen darf und einbinden darf. Es gibt dabei verschiedene Policies. Hier ist zum Beispiel jetzt die Policy, die Default Source. Damit steuert man, was man da beeinflussen möchte. Und das zweite ist dann die Angabe, welche Quelle für die jeweilige Art von Inhalt denn zulässig ist. Und erstmal trivial, wenn wir ehrlich miteinander sind. Wo kann ich versteuern, was da zulässig ist? Von welcher externen Seite irgendein Schmock kommen darf? Alles gut. Der witzige Part bei der Content Security Policy ist, dass man damit nicht nur steuern kann, was von externen Seiten geladen werden darf, sondern man kann auch steuern, welche Art von Inhalt auf der eigenen Seite zum Einsatz kommen darf und kann dabei insbesondere differenzieren zwischen JavaScript-Code, der einfach so irgendwo im HTML liegt, weil vielleicht ein Angreifer ihn da reingeschubst hat, das ist eine Idiot, eine Cross-Site-Attacke, oder JavaScript, was ordentlich zum Beispiel übers CMS eingebunden ist, und das hat einen legitimen Use-Case. Und dieses erste Szenario, ein Angreifer hat einen bösen Codeblock eingeschleust, ist im Kontext von Joomla mit großem Abstand das häufigste Szenario, was wir insbesondere in Dritterweiterungen sehen. Passiert immer dann, wenn jemand nicht ordentlich prüft, was er da eigentlich ausgibt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Szenario, dass wir in der Überschrift den Nutzer begrüßen wollen. Und wenn der Nutzer jetzt zum Beispiel Franz heißt, dann kommt da Franz raus. Wenn der Nutzer aber bösartig JavaScript heißt, dann würden wir an dieser Stelle jetzt diesen clever gewählten Nutzernamen 1:1 so ausgeben und im Kontext des Benutzers so JavaScript ausführen. Böse JavaScript. Ja, bitte. Das sollte eben zur Eingabe verhindert werden, spätestens aber bei der Ausgabe. Die Realität ist, weder das eine noch das andere passiert zuverlässig. Weil bei der Eingabe macht es schon einigermaßen schwierig, das zu verkacken. Da muss man sich schon Mühe geben. Bei der Ausgabe ist das Problem, dass wir in Joomla ja mit PHP als Programmiersprache unsere Ausgaben bauen. Und bei PHP als Templating, als Ausgabesprache ist es so, dass ich als Entwickler an jeder einzelnen Stelle daran denken muss, ob das jetzt gerade was Böses sein könnte oder nicht. Und deswegen von mir aus jeden bösen Inhalt escapen muss, so nennt sich das, also entsprechend umwandeln muss. In anderen Templating-Sprachen ist das Verhalten genau umgekehrt. Da geht die Templating-Sprache standardmäßig davon aus, dass jede Ausgabe böse ist. Und ich als Entwickler muss nur daran denken, es an den Stellen, wo ich es nicht brauche, auszuschalten. Also die Verantwortung wird komplett rumgedreht. Und weil das System in Joomla so ist, wie es ist, wird das extrem oft vergessen. Und dann läuft man in genau diese Situation, die man da hat. Und da kommt die CSP ins Spiel. Ich habe ja eben gesagt, hatte dieses Beispiel mit der Default Source Self, wo man sagt, Dinge im eigenen Kontext sind erlaubt. Der schöne Part ist dabei, dass Self sich auf nachgeladene JavaScript-Dateien bezieht, also irgendwas, was wirklich als JavaScript-Datei auf dem Server liegt und eben nicht auf diese Skriptblöcke. Das heißt, ein Angreifer hat vielleicht jetzt was Böses eingeschleust, aber der Browser führt nicht aus. Ich habe quasi das schon in den Brunnen gefallene Kind nochmal gerade so abgefangen. Die Lücke ist zwar da, aber nicht ausnutzbar. Das Problem dabei ist aber auch, dass Self nicht inline ist. Also das bedeutet auch für die ganzen legitimen Use Cases, die man vielleicht hat. Mal kurz Snippet von Promo, inline CSS. Also ich habe da mal einen Text-Duration Underline in so einem Style-Attribut. Auch das ist davon betroffen. Das heißt, auch dieser ganze Inline-Kram wird standardmäßig nicht mehr ausgeben. Ja. Auch Inhaltssachen, die im Head sind? Ja. Wir hatten jetzt gerade nur den Body. Nee, egal wo. Also wenn es inline ist, wird es nicht ausgeführt.
Das macht so ein bisschen Kopfzerbrechen, weil man in dem zum Beispiel mit dem Blog im Head gibt es da Methoden, dass man der CSP mitteilen kann, dass ein ganz bestimmter Codeblock, da macht man dann so eine Hash-Summe drauf und dann sagt, genau dieser Codeblock ist legitim, den darfst du schon ausführen, auch wenn der inline ist. Das bedeutet, dass so eine klitzekleine CSP für eine Allerwelt-Website relativ schnell relativ viele Ausnahmen braucht. Konkretes Beispiel von der sivekos.de als Projekt, wo wir mit dran beteiligt waren. Die Force-Source ist in dem Fall nur eine Domain zuzulassen. Dann haben wir aber an der Stelle ein Matomo drin. Das heißt, wir müssen zumindest schon mal das Matomo für Skript zulassen. Wir haben Recapture drin. Das heißt, wir müssen auch die Google.com und die gstatic.com zulassen. Connect Source steuert dann, wohin man externe Verbindungen mit JavaScript aufbauen darf. Da brauchen wir dann zumindest dann die API und auch wieder das Matomo. Beim Style haben wir einen Inline-Style-Block, deswegen brauchen wir da noch die Ergänzung von dem Hash von dem Style. Iframes haben wir für YouTube auch noch drin und Bilder, dadurch, dass wir YouTube-Iframes haben, lädt YouTube in dem Iframe dann ja Thumbnails und die muss man auch nochmal explizit freigeben, weil die CSP sich dann sogar auf die Inhalte der Iframes auswirkt. Also das ist schon eine non-triviale Kiste, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, bitte. Bei dem Source-Style wegen dem Hash, das bedeutet auch, ich kann nichts ergänzen, weil dann der Hash ja nicht mehr stimmt. Ja. Gibt es nicht die Möglichkeit, sowas wie eine ID als Attribut zu hinterlegen und das dann zu nehmen, sodass zumindest... Ja, das, was du meinst, ist der sogenannte Non-Support. Also du bei der serverseitigen Generierung generierst du einen zufallsgenerierten Namen für genau diesen Block, wo du sagst, der ist dieses Mal okay und kannst dann in SP geben, du darfst ein Skript so aus Self ausführen und halt den einen Block mit dieser Nonce, so heißt das in SP kommst. Ja, bitte? Wenn ich vielleicht so eine externe Deeds einbinde und ich möchte die aus Datenschutzgründen erstmal unterbinden und ich erstelle eine Kopie von dem Element, ja, und tu das zwischenspeichern, das geht dann auch nicht mehr. Also Bloknote würde dann nicht mehr. Ja, müsste auch explizit gewitelistet werden. Die CSP ist Raketenwissenschaft. Lasst mich das in aller Deutlichkeit so sagen. Der war mal, Constable-Universum, damals gedacht, als der heilige in Sachen Cross-Site-Scripting, ist in der Praxis durch die eben erwähnten Kleinigkeiten nie so der durchschlagende Erfolg worden, wie er erhofft hat.